Geraldine, die Arenaleiterin von Paneiro City, ist somit besiegt, Freunde. Und für uns geht das Abenteuer weiter, jetzt, wie es aussieht, in neue Gebiete von Pokémon Weiß 2. Also dann, mal schauen, wie es uns davon wird. Wow, 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 wow. Natürlich direkt raus. Wow. Hilfe. Angst. Unterfallen. Puh. Geraldine, na gut, sei mit dem Flugzeug durch die Lüfte zu düsen. Aber wo steckt Professor Esche? Das ist die Frage, da ist sie schon. Hallihallo. Wollen wir hoffen, dass unsere gemeinsamen Nachforschungen auf der anderen Seite des Berges ähnlich glatt verlaufen? Ja, du hast ganz richtig gehört. Du steigst mit mir mit in dieses Flugzeug. Es gibt eben einen Twin Drake City, den ich dir gerne vorstellen würde. Twin Drake City! Leider ist es zurzeit nicht möglich, den Wendelberg zu Fuß zu überqueren. Ja, das wissen wir bereits. Deshalb müssen wir per Flugzeug nach Monsentiero reisen. Bis später dann mal, wir treffen uns beim Paneiro City Zuschauerdienst. Monsentiero, ach du Scheiße. Was ist das für ein Name? Ah, trotzdem Professor! Sind wir wirklich kein bisschen Rücksicht dran, Trips. Okay, du kommst auch mit. Tschüss! Ja, bis nachher, Freunde, wir haben vorhin noch was anderes zu erledigen. Abgesehen davon, unser Pokémon zu heilen, gibt es hier noch eine TM, die wir uns jetzt schnappen können. Das gab es bereits auch im Vorgänger. Schwarz und Weiß. Und zwar gibt es hier jetzt ein neues Item, was jetzt sichtbar ist. Genau, und zwar ist das Aeroas. Wo ist Aeroas hin? Okay. Entweder Bug oder Verwirrung oder aber, weiß auch nicht. Hä? Moment mal. Das war doch Schwarz 2 auch so. Hallo? Und da jetzt an, was ihr überlegt. Ach so, geht's erst jetzt oder wie? Das wäre doch bescheuert. Und ich muss ein bisschen aufpassen, denn wie es aussieht, übersteuere ich ja die ganze Zeit. Na, nice. Jetzt ist sie da. Ach du grüne Neune. Ja. TM40 Aeroas, eine sehr nützliche TM, Freunde. Ah, du hast einen Schatz gefunden. Ja, 2 Jahre später immer noch da. Du hast ihn gefunden. Dann will ich dir was sagen. Unser Piccolenta hat Aeroas gelernt, deshalb kannst du diese TM gerne behalten. Aeroas ist eine Attacke, die immer ihr Ziel trifft. Robus hilft dir. Quack, quack. Also dann, bis bald. Quack, quack. Du hast Hack. Ja. Cool, wir haben die TM40 Aeroas. Die können wir, na gut, Shelby kann es glaube ich lernen, aber momentan braucht es glaube ich keins unserer Pokémon im Team. Nun gut, vielleicht später noch. Ist auf alle Fälle eine Attacke, die durchaus ihren Sinn hat. Gut, hier drin sind also die anderen. Heißt für uns also nochmal kurz hier rein schnuppern gehen und unsere Pokémon healen. Na, guten Tag, willkommen bei... Wie machen wir hier? Okay, Mann. Nur 3 Stück, du bist scheiße. Vielen Dank, Mann. Sie ist so fit. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Gut. Bis zum nächsten Mal. Schaut's mir ja so ungefähr. Pokémon bewegen. Ich hätte gerne Psyana wieder im Team. Wenn das möglich wäre, dann gleich mitnehmen machen könnte. Dann nehme ich noch Hawkeye. Ist ein bisschen untertrainiert. Könnte das nicht schaden. Paiwende braucht Training, weil bevor ich den wirklich endgültig ablege, möchte ich den dann gerne weiterentwickeln zu Arcani, dazu später noch mehr und dann, na, der ist sowieso, na, okay, Mann, ne. Nimm mal Hawkeye mit. Schuss mir gerade die Karotte auf und vorhin, super. Boxen macht, alles Paletti, alles klar. Auf geht's zu neuen Abenteuern. Ist soweit fertig, Freunde. Also dann, es wird Zeit loszuchatten. Naja, ist jetzt inzwischen abgeschlossen. Willst du mitfliegen? Ja. Wunderbar. Lass einen Abflug machen. Ja, wortwörtlich. Bitte bring uns nach Monsentiero. Bell? Die Glocke, was will die denn hier? Ich will mit Janusberg, hä? Hört, hört, das Tier spricht den wahren Forschergeist, Bell, die Glocke. Ah, schön, wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nach Monsentiero. Naja, das... Ja, ja. Oh. Das vollpixelige Flugzeug.
Montensiero im Sommer. Sollt ihr wohl verraten, warum ich dich hergebracht habe? Ja, das wäre vielleicht noch ganz nützlich hier mitten in der Wüste, nicht wahr? Sharon hat mir berichtet, dass seine Gruppe namens Team Plasma vorhat, mit Hilfe der legendären Pokémon die Herrschaft über die eine Region zu übernehmen, was sowieso nichts Neues für uns ist. Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon, Reshiram und Zekrom. Vor 2 Jahren haben Reshiram und Zekrom jeweils einen Trainer als Helden anerkannt und folgten ihm. Ich blicke gerade, das ist Weiß 2, sprich Reshiram müsste bei N sein und Zekrom also bei unserem alten Ego, beziehungsweise halt unserem Vorgänger von vor 2 Jahren. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Plasma legendären Pokémon für ihre Zwecke missbraucht. Ja, eigentlich. Nicht wahr? Was haben sie bloß vor? Tja, aber es gibt noch so viel, was wir über Reshiram und Zekrom nicht wissen. Das Beste wäre wohl, sich von Lysander in Twin Drake City aufklären zu lassen. Schließlich ist er nicht umsonst der Innenleiter, der auf Pokémon vom Typ Drachen setzt. Kommen wir also endlich zur Sache. Ich möchte, dass du nach Twin Drake City gehst und Lysander dazu befragst. Und wieso hast du mich dann nicht direkt in Twin Drake City abgeliefert? Und was das sein soll, dann brauchen wir noch deine Hilfe. Ja, schon gut wie immer. Das allerbeste wäre ja, sich gar nicht erst mit Team Plasma einzulassen, aber es hilft nun mal nichts. Ich kann sehen, was Lysander über die Drach-Pokémon zu sagen hat, ist immer spannend. Und außerdem kannst du dann auch so die Seiten eines Pokédex füllen. Ich kenne mal zum Vulkan in der Nähe. Ich will wissen, was an den Gerüchten über ein seltenes Feuer-Pokémon auf dem Janusberg dran ist. Ja, das seltene Pokémon, Freunde, das ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Übrigens ein legendäres Pokémon, also ist die Auswahl wohl nicht so groß, wa? Mach hier. Ich will den Radar haben. Hat sie ja etwas, war schon lange nicht mehr im Montensiero, deshalb weiß das gerade nicht mehr so. Mit Wandel der Jahreszeit wandelt sich auch die Landschaft, die man aus dem Fenster eines Flugzeugs bestand. Und ändert sich das Klima, ändert sich auch der Baustil. Okay, wenn du das sagst, Kumpel. Die Musik, hey, voll wie ein alter Wester. Wenn es friedlich ist. Ah, was hat's denn hier Schönes? Ein Feuerstein für Vulcano. Wir haben so bereits einen, aber scheiß drauf. Und hier haben wir auch noch ein Pokémon Center. Ist doch auch schön. Ups, das hat meine Tastatur angehängt. Ich hoffe, ihr habt's nicht gehört. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, bitteschön. Ah, oh, es ist Sabine. Hallo, ist da Michael? Ah, sie hat ein Pokémon, magst du also besonders gerne. Ja, Feuer-Pokémon, Glurak, vor allem mein Lieblings-Pokémon. Oh, du bist ein Kollege und dann bearbeitet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, die Sabine steht richtig auf uns, wa? Ist sicher eine richtig heiße Schnabeltier-liebende Frau. Das ist Montensiero. Steile Bergpfade führen hierher. Boah, die Häuser, hey. Sehen ja ein bisschen indisch aus, wa? Oh, kein Mann. Sag mal, Ruckermann, mach mir auch die Hitze an Vulkans nichts aus. Dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Schön, was sagen die Bewohner hier? Na klar, Wüste und trotzdem Elektronik, brandneuer Flachbildfernseher, alles klar. Sicher 40 Zoll das Teil. Du sprichst mir als das heran, ein Trainer vom Format, so mag ich's. Hier, dieses Thema ist für dich. Ladestrahl! Lade, ich strahle! Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Ist ja auch nicht so übel, nicht wahr, Freunde? Dann haben wir hier noch. Wir haben es hier zwar ganz schön, sind dafür aber auch ganz schön von der Außenwelt abgeschnitten. Aber die Dinge, die uns fehlen, bringt uns Geraldine. Ich bin hier geboren und werde bis zum Ende meines Lebens hier bleiben. Montensiero ist nur ein kleines Provinznest, aber da ich nichts anderes kenne, kümmere ich das auch nicht weiter. Was jetzt interessant ist, wie es aussieht. Zu berichten hier, ein paar Kisten. Kein Eingang, auch ein schönes Häuschen. Wenn du das angetreten hast. Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, was hat es hier in diesem Gebäude drin? Dieses Quiz ist ganz schön schwierig. Was passiert, wenn man Select drückt, während man die Karte betrachtet? So, mit Select. Oh verdammt, wo ist der hier auf der Tastatur? Wo ist der Select-Knopf? Keine Ahnung. Hey, Pokémon-Trainer! Und wenn Sie eine Attacke empfehlen müssen, wäre es wohl Magiemantel. Wenn dann dieser Runde vom Ziel verwendet, den Status verwendenden Attacken reflektiert. Aber es gibt auch Attacken, die mit Magiemantel nicht reflektiert werden können. Ah. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon-Attacken beizubringen. Außerdem sammle ich landschaftlich Indigo-Stücke. Ja,
Jo, Mann, ich kann dir einen Attacke beibringen. Alles klar. Hm, was hat denn der Schönes? Magnetflug. Für 5 Runden durch elektrisch erzeugt Magnetismus. Brauchen wir nicht unbedingt. Schallwelle. Eisenschweif, Nassschweif, Erdkräfte. Ah, das wäre noch etwas für ein Pokémon, das auf Spezialangriff baut. Dann haben wir hier noch Zehnkopfstoß, Kraftkoloss. Oh, 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 das ist auch nicht schlecht. Drachenpuls. Hm. Drachenpuls vielleicht für unser Lucario, Auron, ja jetzt nicht mal. Für Auron vielleicht mal etwas. Kraftkolosse, können Sie überhaupt lernen? Wer will nochmal, wer noch nicht? Oh, Hawkeye. Okay. Aber lernt sowieso noch eine Kampfattacke, von daher... Nicht notwendig fürs erste Mal, aber gut zu wissen für die Zukunft. Jetzt frage ich mich aber gerade etwas anderes. Habe ich nicht irgendwo noch eine VM rumliegen? Fliegen habe ich doch... Wieso habe ich das... Was ich viel nie beigebracht? Weil, Freunde, ich hab doch noch was da mit unserem, naja, wisst schon, mit unserem Champion da. Unser Champion, mal kurz sortieren, nach Nummer, sehr schön, gut. Und zwar, muss mal schauen, habe ich überhaupt eine? Ich hoffe, ich habe eine irgendwo. Herzschuppe, 4 Stück sogar, alles klar. Dann machen wir das mal ganz kurz und fliegen nochmal zurück in eine andere Stadt. Die VM Fliegen kurz aktiviert. Und Hawkeye beigebracht. Und wohin geht es mit uns zwei Hübschen? Schlitzer, Klauenwett, Zairoas, Scheibenkleister. Brauchte ich eigentlich einen Flugpokémon dafür, war? Hawkeye wäre zum Kampf gedacht und deswegen. Na, Schlitzer ist eine Normalattacke. Gibt es auch Stab, bekommen soll's. Ich kann den Nopel noch vergessen lassen und wieder per Herzschuppe beibringen lassen. Gut, hätten wir das jetzt auch soweit. Bin ich schon fast zufrieden, aber leider nur fast. Fliegen, wo fliegen wir hin, wo fliegen wir hin? Fluchtweg, nö, Attackenhelfer, ja, noch muss ich noch nach... Ah, das ist nach Rayono City. Oh, yeah. Und gegen unsere Eingangspassage. Oh, yes. Haben wir gleich ein paar Typen? Ah, da kommt bereits einer. Stehen geblieben. Ciao zusammen. Ich bin ein großer Fan von dir, Let's Player. Anwerfen, empfehlen. Empfehlen. Service ist ein Pokémon großartig gemacht. Der Barbier natürlich. Mhm, mais oui. Krass, Mann, sehen wir gleich mal an. Und ciao zusammen, ciao zusammen. Ja, Mann. Ein voller Erfolg. Yeah. Du. Gibt's noch einen? Komm schon, sind doch immer zwei. Ciao zusammen. Ja, sind sogar drei. Moment mal kurz, dich anwerben. Hm, dann will ich mit schönen Blumen allen Freude machen. Dann mach das. Danke, Mann. Blumen ein Niki. Ein Niki mit 2K, na klar. Ich bin ein großer Fan von dir und dich empfehle ich. Du weißt schon, dorthin halt. Ach du Scheiße, immer noch ein bisschen schwierig. Ich versuch's mal mit dem Blumenladen. Der heißt zwar Jonas, ruft so trotzdem, dass ein Typ eine Frau ist. Nein. Scheibenkleister, das war fail. So, bin da hier. Vielleicht kommt gleich nochmal einer. Ich rufe es. Hm, kommt nochmal einer, ich weiß nicht, na gut. So, du hast den Klumpen, riesige Schachtel. Ich hoffe mal, du hast jetzt hier drin etwas, was uns helfen wird. Und zwar stromisiere doch gerne. Na, Granitstein, ich hab schon wieder immer dieser dämliche Granitstein. Ah, ja, die Chance dafür ist ja so gering, ey. Das war fail.
Seufz. Tut mir leid, Flashy Boy, du musst noch ein Elektpipen, ein Elektek, für eine Weile zumindest. Oh nein, nein! Ich hole ein bisschen nach unten. Zetze. Yo, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's voll los mit dem PWT. Wo war der Herzschuppentypi? Ah, das war der hier. Bingo, und zwar hätte ich gerne das mit Shelby. Wo ist es? Die erste Vieländer. Eine Käferattacke ist halt physisch, die macht 120 Schaden, alter Schwede. Ich verlerne hier ganz schön viele Wasserattacken. Kalkklinge brauche ich noch, Server brauche ich auch noch. Als Wasserdüse oder Schlitzer, ich wähle mal den Schlitzer. Natürlich, und 1, 2 und schuppdischupp, schon haben wir den Vieländer wieder drauf. Sehr schön, und damit hätten wir, glaube ich, bereits alles gemacht hier. Fürs Erste zumindest, Freunde. Also, wenn wir mal flotte Karotte zurück nach Montensiemo, das war irgendwo im Nirgendwo. Ja. Du. Aber irgendwie schon ein bisschen. Wollen wir kurz. Nein, nicht hier hin. So, jetzt. Wow, das müssen wir mal reinziehen, Freunde. Von hier aus gestartet bis hier rüber. Krass, Mann. Hier kommen wir später hin. So, der Turnerpfad nach hier mit dem Wendelberg. Der kommt erst nach der Liga dran. Und hier hin kommen wir auch erst spät, weil hier alles zugefroren ist, scheinbar. Das heißt, wir müssen hier nach. Und Dula, dann hier rüber nach Tessera, Serra, und dann nach Twin Drake City. Und hier oben wäre sogar dann die 8. Arena bereits. In Abidaya City. Oh yeah. Gut, sind wir hier im Janusberg. Was ist das denn, Mucke? Du. Voll die indische Tanzmucke. Oh, du hast ja nach mir gerufen, und hier bin ich auch schon. Nö, ich war das nicht! Zu spät. Weikauf Rank. Oh, ein Sebritz, das wird lustig. Na, mal warten, Eisieb? Wenn es so heiß ist, ein Eisieb, na? Ja. Sehr schön, dann geht's hier weiter mit dem nächsten Eishieb und voll auf irgendwie die Stacheln auf dem Rücken, keine Ahnung. Der Sieg gehört uns! Boom! Das sieht doch richtig geil aus, aber 37 für Flash. Biker Funk, ich muss das Feuer der Leidenschaften zündeln, ja, mach das doch. Das Feuer der Leidenschaft. Unsere Pokémon 37. Pywen müssen ein bisschen trainiert werden, wa? Na gut, Hawk hat 2 auch, aber ist ein anderes Thema. So. Sorry Leute, mir ist gerade die Aufnahme abgeschmiert und ich merke gerade, dass mein, es klingelt bei mir. Ist nicht zu fassen, ey. Kaum 20 Minuten gespielt und schon klingelt es an der Wohnungstür. Ich muss mal kurz ran, würde mal sagen, ich mache mal hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier bei Pokémon Weiß 2 auf dem Weg zum Janusberg oder irgendwie heiß, keine Ahnung, naja. Wir werden schon sehen, was uns da erwarten wird. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.